So, ich. Läuft. Jo, starte. Du hältst dich nicht ans Wort. Ich habe gesagt, du sollst die Anmoderation machen. Okay, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ich muss was trinken, was? Ach, ich hätte sollen. Hallo? Ja, natürlich hättest du sollen. Let's Play Super Mario Galaxy mit dem Final Message 13 und... Na, Frau. Der Tamiko-chan. Welche Begeisterung, der Frau. Wird langsam ein bisschen viel Frauen in meinem Leben. Nein, nicht. Okay, es bleibt wohl nichts mehr anderes übrig, als das Ende von Welt 3 zu machen. Und drück mir die Daumen. Please, please, please. Oh, diese chillige Klaviermusik oder Pianomusik im Hintergrund. Bereitet uns mitnichten auf das vor, auf die Schrecken, die uns hier erwarten. In Bowser Juniors Pressluftpolterer. Ich kann sie leider nicht hören. Was? Die Musik? Achso. Ich kann sie mal mitsummen, weil ich kann die Musik nicht hören. Nein, kann ich nicht. Schade. Weil das wäre nicht... Oh Gott, wenn ich hier summe, dann latsche ich in die Pfützen rein. Und in die Pfützen reinlatschen ist nicht gut. Yay, Oschi, Oschi, Ingo, yay. Yay, yay, yay. Hier auch Selbstmord, Ingo? Ja, ich habe den Leuten gesagt, wenn die wissen sollen, wollen, warum der Ingo heißt, sollen sie bei dir mal in den Kanal scheißen. Ah, gucken. Scheiße, ja, alles klar. Und morgen habe ich dann Spam-Kommentar. Scheiße, im Kanal stehen. So, wir sind hier auf einer Plattform und die werden wir benutzen, um Dinger kaputt zu töten. So, schieß. Danke. Damit kann man das ja plätten und dann hätte ich jetzt gerade Dinger gekriegt. Egal, ich muss sie nicht töten, sondern werde die ja dafür töten. So, rums. Weil ich einfach... Was? Gönnst du mir einen Schluck Cola-Mix? Ja klar, trink, trink, Schwesterlein, trink. So, den fress ich. Was kommt denn raus? Gar nichts? Oh, super. Kann ich das damit umbringen? Was habe ich denn gerade hier platt gemacht? Nein, nein, ich habe den scheiß Schalter umgelegt. So, dich töte ich damit. Also wenn ich dann nippel und was sauer kommt, was Cola-Mix schmecken wir raus. Also von dem hier. Macht der Yoshi gerade einen Riesenfurz, wenn ich hier böller? Ja. Mein, was für eine Sau. Ich mag ihn. So, das kommt weg. Holala. Reden und zocken ist in 3D-Dimensionen gar nicht so einfach, finde ich jedenfalls. Yay. Hula, hula. Warum gehe ich hier hoch? Ich kann das mit dem Cursor einsammeln, ich Idiot. So. Was? Was? Nein! Nein! Hammerarsch! Hammerarsch! Komm her! So. Oh. Oh. Was? 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 Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. So. Bombs. So, umgebracht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt muss ich irgendwie... Ah, da ist Energie. Ich brauche Energie. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aha, hier kommen sie an. Hier kann ich sie fressen. So, und damit geht's jetzt hoch und dann roms. Schalter freigelegt. Also geht's weiter über das Ding hier. Du hast Gelegenheit zu reden und verstanden zu werden. Das Spiel erinnert mich immer mehr an Sonic Adventure. Es tut mir leid. Warum? Mit der fahrenden Gondel und in diesen Blümchen, wo du dich ja mit der Zunge entlang angeln konntest. Nein! Wie schade. Ja, wein nicht um mich, kleine Amy. Die Zeit sagt, du hast gerade erst mal 4 Minuten gespielt. Ja, ich will heute ich diesen Kerl hasse. So. Verschwinde! Genau, hui. Ich zeige ihm ein Foto von mir, dann verschwindet er schon von alleine. Ich zeige ihm ein Foto von Dieter Bohlen. Vielleicht verschwindet er dann freiwillig. Ja, irgendwie ist der ja trotzdem super erfolgreich. Ich sag zwar jeder, gucke ich nicht, aber irgendwie guckst dann doch jeder, oder? Nein, ich gucke ich meine. Nur, oh, nein, nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Steh auf, wenn du Schalker bist! So! Nein! Ja. Nein! Doch nicht. Mein Gott, nochmal! Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das so kompliziert gewesen sein soll. So. Ah, schade. Ich habe gedacht, das hätte geklappt. So, rums. Rums. So, kommt jetzt wieder rüber geflogen, oder was? Ja, kommt er. Jetzt werde ich ihn kalt machen. So. Das. Nein, verdammt. Ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf meinen Yoshi. Das ist ein fetter kleiner Klempner.
und kein Vogel und kein Flugzeug und kein Batman und keinen Tee. Aber ein Lord Bandula. Der Tee trinkt. So. Jetzt hoffe ich, ich komme da irgendwie besser hoch als vorhin. Tee habe ich letzten Tag genug gehabt. Nein, danke, ich möchte keinen Tee mehr. So. So. Weißt du, dass das die erste Cola-Mix seit über 6 Tagen ist? Weißt du, dass ich in den letzten 6 Tagen keine Cola-Mix getrunken habe, weil ich in der Regel keinen Cola-Mix trinke, weil ich bei Cola-Mix, doch. Cola-Mix schmeckt, aber ich trinke irgendwie lieber andere Sachen lieber. Danke! Ah, ich brauche kein Zeug da. Nein, ich werde den Kampf so bestreiten. Ich bin Awesome Man. Und Skillboy ist mein treuer Zuseher. Ein Pokéball! Ein Pokéball! So sahen die Dinger doch aus, oder? Also ähnlich. Wenn du allen Leuten... Hast du nicht... Ich muss vorlesen. Hast du nicht genug? Ich werde dich von deinem gemütlichen Cockpit aus fertig machen. Du bist also für unseren schönen großen Stern hergekommen. Dann hol ihn dir doch, du Angeber. Zeig mir den Mittelfinger. Was wolltest du sagen? Wenn du all unseren Leuten, wie zum Beispiel den Kommentator Killboy und so, schöne Spitznamen gibst, musst du dir auch ein Komisch ausdenken. Schnute. Schnute. Es hat Titten. Oh Gott, das ist groß. Was ist passiert? Warum bin ich runtergegangen? Hallo, Yoshi, komm her. Willst du wissen, wie Lilly mich manchmal nennt? Grüße an dieser Stelle. Wadenbeißer. Fusi. Hosi? Fusi. Fusi? Fusi, ja. Oh Gott, ich sollte mich mal langsam mehr... Die nennt irgendwie jede Trussel Fusi. Oh, ich habe seine Brüste getötet. Har, har. So, jetzt musst du irgendwo ein... Nein, ich töte es. Wie könnte ich? Ah, nein! Da hoch! So's. So, wunderbar! Hier rüber. Vielleicht hier mal knuddeln. Deine Brüste? Ich hab die aus der Fassung gebracht. Ha. Knuddel. Ja. Schieß! Nein! Verdammt, zu spät. Okay. Okay, wir müssen jetzt. Ah ja, okay, stimmt. Wir müssen jetzt nochmal rüber. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah ja, den nehme ich mit. Komm her. Was? So, rums. Was? Nein! Nein! Verdammt, ich fehle hier total. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert, der Kampf hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Stern ist. Mein Gott! Yoshi! Da! Komm her! Komm gefälligst her! Der Vater ist da! Der Vater! Vater? Welcher Vater? Der Hoffmann. Wo ist der Stern, verdammt? Wo ist der scheiß Stern? Ich finde den Stern nicht mehr. I'm supposed to find the star. Mein Gott, ich gehe total am Arsch. Yoshi, komm her. So. Der brabbelt mir. Da ist der Stern. Ich habe den Stern gefunden. Halleluja. So. Rums. Ja. Ja. Ich habe ihn außer Fassung gebracht. Jetzt gerät er in Rage, der kleine Raschist. Das noch circa 5 Minuten. Ja, das schaffe ich, das schaffe ich. So, das schieße ich ab. Dann fresse ich den. So. Rums, schieß. Jawohl. Ah, das ist die einfache Phase. Das ist die einfache Phase. So, schwupps, die wups. Und nochmal schluck, schluck. So, rums und schieß. Und stirb. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Und ich bin sprachlos. Okay, ich auch. Aber du kannst doch noch ein paar Minuten aufnehmen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich mach nach da, Papa. Ich mach nachdem hier einen Cut. Ein kurzes Video. Wie viel habe ich denn jetzt? Wo ist denn der scheiß Stern? Da hinten. Aha, nein, hier ist auch einer. So circa 10 Minuten hast du jetzt. 10 bis 11 Minuten. Ah, ich weiß nicht, ob ich noch einen Stern kriege, weil jetzt kommt noch eine kleine Sequenz zur nächsten Galaxie. Dann machen wir doch noch die Sequenz zur nächsten Galaxie und den speichern dann ab. Yoshi! Ich glaube, das war ein Ja. Oder das war ein Hör auf, dich in meine Spiele einzumischen. Kann sein. So, ich freue mich gar nicht drauf, dort den riesigen Kometen zu begegnen. Mal wieder. Und eine neue Tür öffnet sich. Und dahinter wartet Meister Proper. Meister Proper! Meister Proper potzt so sauber, dass man sich drin proppen kann. Ein Meister Proper poppt so sauber, weil er Meister Proper heißt. So.
Nun gut, wir wissen sicher, dass dieser, das ist die falsche Stimme für den. Dass dieser Unhold immer noch irgendwo da draußen sein Unwesen treibt. Lass uns alles zurück zur nächsten Welt. Zur nächsten Welt schippern, Steuermann. Ein jeder Steuermann braucht eine Steuerfrau an seiner Seite, die ihm zuguckt, wie er das Rad dreht. Ich bin die Navigatorin. Nummer 1, geradeaus. Du weißt, was geradeaus ist. Hoffe ich doch. Du fährst Auto, ich hoffe, dass du weißt, was geradeaus ist. Steuerbord. Steuerbord? Verdammt, jetzt hast du mich aus der Fassung gebracht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was Steuer und was Backbord ist. Steuerbord von links, Backbord von rechts, oder? Sind wir wirklich schon so weit gekommen und dann verdanken wir nur den Anstrengungen. Übernimm der Drohne und bestimme eine weitere Kurs, Steuermann. Ich will einen Risikokometen haben. Ich will einen Risikokometen haben. Möp. Oh Gott, mir fehlen Sternteile. Ich werde diese Sternteile sammeln. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play. Was heißt geradeaus jetzt eigentlich? Sag's noch, bevor du das Video beendest. Was geradeaus heißt? Ja. Nach vorne! Der Strecke folgen! Vorne. Ja! Ja, was hängst du denn? Schiff? Was? Auf einem Schiff? Vorwärts? In die Richtung, die wir gucken? Alles klar. Da, wo die Spitze hin zeigt? Schönen Tag. Das Gegenteil von nach hinten? Nach hinten mal minus 2? Okay.